Yo, 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 moin, moin, moin. Heute mal Late Night, weil ich bin ein bisschen krank und ermüdet. Mir geht's nicht so Bombe, deswegen entschuldigt die Verspätung, okay? Ausnahmsweise heute mal nicht pünktlich. Ich hoffe aber natürlich trotzdem, euch geht's gut und... let's go. Wir gehen rein in die tägliche Dosis Bullshit. Und bitte, beantwortet mir mal eine Frage. Wer hat die Las Vegas 4 gemietet, nur um seine CSGO-Kisten aufzumachen? Come on, Bro, wie spielsüchtig bist du denn? Sag mal, du gehörst in die Therapie. Und wisst ihr, wer auch in die Therapie muss? Dieser eine Fußballfan hier. Gönnt euch mal, wie er sich freut bei dem nächsten Tor. Ja, schön und gut, dass sein Lieblingsteam getroffen hat, aber wieso musst du direkt den ganzen Abend f***en? Die Jungs haben dort extra 2 Stunden gegrillt, nur um später schön mit allen zusammen zu essen und du musst alles auseinandernehmen und den Grill durch die Luft schmeißen. Ich glaube, der hat ein ernsthaft persönliches Problem mit dem Grill. Auf geht's in die Therapie mit dir. Er lacht, als würde man aus einem Strohhalm trinken. Ja, haben wir heute richtig... Nein! Microphone activated. Wieso ist das wirklich das gleiche Geräusch? Als hätte das jemand im Nachhinein reingeschnitten. 1:1 einfach. When enough is enough. Das erinnert mich an den Typ aus dem letzten Videos, der protestiert hat für Hotdogs 1,50, obwohl die schon längst wieder 1,50 gekostet haben. Enough is enough! Ey, man sollte doch wirklich irgendwann mal checken, wenn das Maximum erreicht ist, oder? Das sieht ein 4-Jähriger aus 100 Meter Entfernung, dass das niemals passen wird. Die ist einfach so breit, wie ich groß bin. Liegt an der Tür, oder? Die Tür ist schuld, nicht du. Oh, diese blöde Tür ist aber auch schmal. Die sind alle auch schockiert da draußen. Wie bei so einem schrecklichen Autounfall. Eigentlich soll man da nicht hingucken, aber direkt sind alle da, um zu gaffen. God damn! Wie ist sowas möglich? Was? Oh mein Gott. Hat die heute zufällig einen kompletten Hammerhai zum Mittag gegessen? Oh, das ist verrückt, ey. Das ist crazy. Und ich hoffe, das ist Motivation genug, um direkt morgen in die neue Woche mit dem Gym zu starten. Meine Freunde, wie läuft's beim Dating? Ich habe letztes Jahr mal meine Tinder-Statistik auswerten lassen. Ich hatte auf 10.000 Swipes. 10.000 Swipes? Oha, Bruder. Du musst doch hunderte von Chicks gehabt haben, oder? Bei Tinder 18 Matches. Und wenn man dann die schlechten Chats und die Bots noch mit rauszieht, dann waren das 2 Dates. Und da kam am Ende auch nichts raus. Also würde ich sagen, war nicht so top. Uff. Dickes F von diesen Kollegen. Aber sag mal, was hast du da für Bilder von dir hochgeladen, dass ich von 10.000 Frauen, 10.000, einfach nur 2 mit dir treffen wollte? Oh Gott, der Arme, Alter. Ich glaube auch, sein Selbstbewusstsein ist im Keller. Aber das ist auch verständlich. Ich würde mir danach auch vorkommen wie der größte Loser auf Erden. Ja, okay. Hey. Bro. What the fuck? Lass den Arm doch mal schlafen, der hat dir nichts getan. Er lag ganz friedlich da und hat wahrscheinlich gerade von seiner großen Liebe geträumt oder so. Und dann... ekelhaft. Und das ist übrigens Essensverschwendung. Schämt euch. Für alle, die dachten, dass die Pyramiden von den Ägyptern Stein für Stein aufeinander gestapelt wurden, ihr liegt falsch. Und für alle, die dachten, die Aliens haben sie gebaut, ihr liegt auch falsch. Ich habe exklusive Fotos vom Erbau der Pyramiden zugeschickt bekommen. Seht selbst.
Ich wusste es doch die ganze Zeit. Es lag schon immer auf der Hand. Und ich wurde erst von meiner Familie verstoßen, weil sie dachten, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Aber scheinbar lag ich die ganze Zeit richtig. Tja. Ich klopfe mir mal selber auf die Schulter. Bro put a speaker in his friend's back as a prank. Was müssen sich die anderen im Bus gedacht haben? Also wäre ich da drin, ich würde es feiern, weil diese goofy A-Sounds, die lösen in mir gute Emotionen und Glücksgefühle aus. Aber die Älteren dort drinne, die haben gerade Kulturschock bekommen. Das Aim. Oh nein, Max Pro spielt Fortnite. Kann der Tag noch besser werden? Köstlicher Kill, lecker Schmecker. Oh, ein Kill, lecker. Ja, sehr köstlicher Kill, lecker Schmecker. Sehr nice. Das war doch ein Bot, oder? Du hast einfach fast verkackt gegen einen Bot. Wo hast du hingeschossen, Bro? Bist du besoffen oder was geht bei dir ab? My girlfriend's brother is mad I'm here. He's out of control. Lol. Two people love each other. What a laugh. Stop. We care about each other. So... Bro, wäre das der Bruder von meiner Freundin? Ich hätte Paranoia in der Nacht, ich könnte nicht ruhig schlafen. What did you say? We care about each other, bro. That's it. Say it again, Craig! I said it already. Yo, okay, chill. Chillax, homie. You're gonna suffer my wrath. Get away. You're way too close. Benji, I'm going to my room. That was not nice. Ach du Heilige, der ist vom Teufel besessen. Und wäre ich an seiner Stelle, ich hätte so meine Bedenken, dass vielleicht alle in der Familie vom Teufel besessen sind. Ich würde es erst gar nicht drauf anlegen und einfach meine Koffer packen und abhauen. Einfach kein Risiko eingehen. Und falls ihr an diesem Video noch nicht euren klassischen Mental Reset hattet, dann wird er jetzt erfolgen. Denn ich war auf Snapchat unterwegs und habe dort diese... Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Seht selbst. Juni, ist das dein Freund? Wenn ja, ich muss dir was sagen. Ja, was denn? Ja, natürlich ist das mein Freund. Welcher sonst? Keine Art, so einen hatten wie ich. Cringe-Alarm! Super, wir sind 7 Sekunden drin und es ist direkt schon full unangenehm. Ja, okay, übertreib mal nicht, ne? Nee, so ein Mädchen, der steht die ganze Zeit bei ihm und flirtet mit ihm. Also... Was für Flirten? Du bist doch gerade einmal 13 oder so. Das Mädchen wird noch eine Abfuhr von ihm kriegen. 3 Sekunden später. Oh, guck mal da hinten, was er gemacht hat. Oh. Sag ich doch, das Mädchen kriegt noch eine Abfuhr. Mein Freund geht mir nicht fremd. Niemals wird er das machen. Krass, die kann erstmal nach Hause laufen, so wie die jetzt aussieht. Sag ich doch. Und von mir kriegt sie jetzt direkt eine Klatsche daher. Und weil sie jetzt denkt, das ist nur geschauspielert, das ist in Real Life passiert. Oh, hell no! Die Welt ist verloren, das steht schon mal fest. Ich kann das alles nicht mehr, aber wir können auf gar keinen Fall das Video hier so beenden. Ich brauche noch was Lustiges. Perfekt. Und damit, wenn ihr gerne Wasser trinkt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out und gute Nacht.